Donnerstag, der 21. November 2013. Es ist 18 Uhr. So ein schöner Tag. Die Welcome Party zum Auftakt für das erste Weltcup-Wochenende in Klingenthal nimmt ihren Lauf. Könnt ihr noch? Ja, okay. Jetzt will ich mal die ganzen Flieger sehen. Alle Flieger jetzt? Der MDR Radio Sachsen gibt den Takt vor und über 3000 Skisprung-begeisterte Fans jubeln in Erwartung der Skisprung-Elite. Für Landrat Dr. Dasilo Lenk wird ein Traum wahr. Ich fange mal am besten mit unserem Landrat an. Der hat ja den Stein des Anstoßes gegeben. Sich umzusetzen, ob es dann geht, ist eine andere Frage. Aber beginnen muss man, das meint er, das macht er richtig. Bürgermeister Thomas Hennig erinnert an die Wichtigkeit der Vogtland Arena für die Zukunft von Klingenthal und das Publikum spendet Beifall. Wenn sie behaupten, Sachsen stehen würde, das ist für uns ein großes Gut, das müssen wir ausschlachten, da müssen wir alles rausholen, was wir können, das ist ganz wichtig. Wir hätten in Klingenthal auch keine Straße mehr gebaut, wenn es die Schanze sich geben würde. Also wir müssen wirklich sagen, die Schanze bringt uns viel und ich bin ganz stolz darauf, dass wir das bei uns in der Region haben. Also hier ist mehr. Viele kleine Sachen machen hier was Großes. Und das richtige Große sind die Zuschauer. Genau so ist das. Ein herrliches Schlusswort. Und ich sehe schon den Werbeslogan, Marion, von Edeka. Wir lieben Skispringen. Könnte so werden, genau. Für Walter Hofer ein Publikum, das mit ausschlaggebend war, dass dieser Weltcup in Klingenthal stattfindet. In dieses Publikum ist, wenn Klingenthal weiter im Weltcup-Kalender stehen wird. Stimmt das, Klingenthal? Ich muss das Kompliment ja zurückgeben. Wir als Disziplin sind dankbar, so ein Publikum zu haben. Das ist mal ein Dankeschön auch an die Menschen, die sozusagen zur Stange gehalten haben. Das ist Schlag auf Schlag ging es weiter und mit Sven Hannawald kam einer zurück an die Wurzeln seines Skisprungerfolges. Etwas Anspannung merkte man ihn schon an, doch als er seine langjährige Lehrerin Antje Künzel in den Arm nahm, war die Anspannung verflogen. Sie hatte auch was mitgebracht, einen echten Hannawald. Ein Bild, das Hannawald einst im Kunstunterricht als Aufgabe gemalt hat. Nun soll es einen Platz in Hannawalds neuer Wohnung finden. Und er wird niemals untergehen. Eine gelungene Party, umrundet von der Band Zeitsprung. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Dann kamen sie, die besten Skispringer der Welt, begeistert begrüßt von 3000 Fans auf dem Klingenthaler Marktplatz. We'll be right back.
fast schon Tradition, das Schlagzeug-Solo von Tom Hilde. Ein grandioses Feuerwerk. Die Überleitung zu einem sportlichen Wochenende, dem Weltcup-Wochenende in Klingenthal.